just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. City Skylines, unser kleines Prachtstück. Und damit herzlich willkommen zurück zu... Oh, Alter, was ist denn hier los? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Da sind wir wieder in einer wunderschönen Runde und wollen hier gleich mal loslegen. Aber irgendwie ist hier gleich am Anfang erstmal Katastrophe angesagt, wie es aussieht. Und eine Menge Gebäude stehen leer. Warum dem so ist, kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen. Moment, was war so? Ja, wir haben da das dumme Viertel, wir haben da die... den YOLO-Mode, wir haben Stadthausen, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gemacht haben, beim letzten Mal ist es schon eine ganze Weile. Und Gangstertown, ah genau. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben alles. Ich wollte mal wegen den, gibt's ja diese besonderen Gebäude, die kann man mich freischalten und da muss man vorher gucken, Industriegebiete mit 10.000 Quadraten machen, da muss man mich vorher gucken, was das hier alles ist und kann die nacheinander durchklappern. Durchschnittliche Bürgergesundheitsrate unter 20%. Fühlen sich 23, wo wir dürfen. Wohngebiete 10.000 Quadrate. Das ist ja möglich. Und das bist du. Steuersatz höchstens 4%. Für 6 Monate. Ah, okay. Das muss man machen, wenn man richtig viel Kohle. Wir haben richtig viel Kohle. Ich brauch's bei denen da. Das bist du. Du bist der Transportturm. Ja, ich baue den mal und zwar gleich am besten. Bam! Dahin. Super. Haben wir das nächste Bauwerk gemacht. Ich würde nämlich gerne alle durchbauen. Hammer. Okay, haben wir alle gebaut bis jetzt. Ja, wir haben momentan recht viel Geld. Es ist die Anforderung nach neuen Wohngebieten, die wir aber nicht ausweisen können, weil wir hier erstmal fertig bauen wollen. Das ist auch erstmal das Ziel. Und zwar bauen wir jetzt hier weiter. Was haben wir denn hier für Straßen genommen? Wir haben die genommen, gell? ich glaube, ich nehme diese. Mal so. Ort ist bereits belegt. Okay, dann gehen wir hier hoch. An den Strand. Machen hier aber eine Kurve am Strand, weil da hinten kommt Industriegebiet und sowas dahin. Dann machen wir hier. Ein kleines Türfchen. Hier. Und verbinden dann locker flockig die Gebiete miteinander. So, super. Das sieht mehr... das sieht voll krumm und schief aus, aber okay, passt schon. Und dasselbe hätte ich gern hier nochmal. Ernsthaft wegen der Leitung. So. Machen wir das nämlich so. Dann können von hier eventuell noch was drüber. Haben wir jetzt Stromblende? Haben wir. So. Und die haben Probleme. Gut, okay. Das heißt, wir haben da jetzt auch Straßen gelegt. Das ist ja super, fängt gut an. Und dann würde ich direkt eigentlich noch hier. Manchmal gerade jetzt. Hier und hier noch Straßen verlegen. Und dann würde ich direkt von hier nach. Hier sieht man ein bisschen doof aus mit Straßen verlegen. Okay. Ja, ihr seht schon, wir tun gerade eine Menge neue Straßen anbauen, weil wir wollen ja... Geht das? Jawohl.
Wir wollen ja die erste Stage langsam fertig kriegen und ein paar neue Einwohner bekommen. Das ist ja wichtig für Let's Play, dass wir bekommen viele neue Einwohner. Die Straße würde ich direkt hierher ziehen und danach hier erweitern. Könnte das noch machen? Ja, das sieht bisher gesehen gar nicht so schlecht aus. Das kann man so lassen, dieses kleine Anhörer. Und dann geht von hier aus dann... von hier aus geht dann nach hier, die Industriestraße. Die kann dann mal ein bisschen runder wieder werden. Die kann man eigentlich genauso machen. Industriestraße und die wird dann, dann ziehen wir hier nochmal eine gerade durch. Und die kann dann von hier auch wieder an hier angeknüpft werden. Super. Genau. Das heißt auf Deutsch, wir planen jetzt mal das Gebiet vor. Und zwar kommt hier oben... Das Stromverbrauch? Kein Strom? Sonst passt das, oder? Ja, diese haben gerade Wasserprobleme, weil das Ding ja gerade hinten ausgefallen ist. Wir planen mal vor. Wir machen erstmal... Moment, das stimmt. Und planen mal hier hinten ein großes Gebiet vor. So. Dann kommt dazwischen so ein Gebiet. Dann kommt dazwischen so ein Gebiet. Dann kommt da so ein Gebiet. Dann kommt da so ein Gebiet. Dann kommt hier so ein Gebiet. Weil warum das schräg war gerade, keine Ahnung. Hier nochmal so eins. Also das war das Falsche. Fehl. Hier nochmal so eins. So. Immer noch das. Warum ändert sich das nicht? Hallo? So. Der Rest wird komplett so gemacht. Ich lasse es jetzt einfach mal ausbauen. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Das wollte ich sowieso mal ausprobieren, wenn man so größere Gebiete einfach verlegt, ob das dann einen Sinn ergibt oder ob das dann einfach voll nach hinten losgeht. Und dann will ich mal noch was ausprobieren. Und zwar, wenn ich jetzt einen größeren Kreisverkehr vielleicht. Okay, größerer geht nicht. Sagen wir mal, ich platziere jetzt hier. Diesen Kreisverkehr da rein, ne? Dann bauen wir die Straßen. Dann bauen wir die Straßen. Dementsprechend mit diesen Dingern da aus. Soll ein großer sein. Und dann machen wir aber... Das, das und das weg. Und machen nur von hier... Ach, das geht prinzipiell nicht, weil das da, genau, machen wir es halt so und dann machen wir von hier, das geht ja auch, genau. Einfach so ein Anschluss und einfach so ein Kreisverkehr mitten in der Mitte. Ich habe gerade irgendwie das Bedürfnis dazu, ich weiß nicht warum. Ich habe das Bedürfnis. So, dann haben wir erstmal ausgebaut, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich drücke jetzt halt mal hier die Gebäude weg, die leer stehen wieder, ist jetzt nicht so viel. Also zum Glück, ich habe mal so totale Todeswellen gehabt in solchen Städten manchmal. Das war schon echt unschön. Hier hinten ist viel. Das heißt wahrscheinlich, dass hier hinten schlecht verteilt ist. Wir haben hier zum Beispiel kein...
keine Gebäude. Dann baue ich immer Gebäude und theoretisch müssten die genau nicht sofort anfangen loszubauen, weil hier hinten halt keine Gebäude sind, die irgendwie die Leute versorgen könnten. Ich bin mir auch nicht sicher. Da muss man mal so ein bisschen gucken. Wir setzen mal auf 2 zudem noch. Ja, das müssen wir eigentlich nur... Achso, Quatsch, wir müssen noch... Erst unsere Krankenhäuser bauen. Und da bauen wir gleich fette. Da ging's doch. Bam. So, Krankenhaus reicht bis dahin. Das heißt, hier bauen wir noch eins. Bam. 2 Krankenhäuser reicht überall hin. So, Friedhöfe. Hier oben passt der, reicht der Friedhof nicht mehr. Und hier reicht der Friedhof nicht mehr. Krematorien. Können wir mal eventuell einfach mal 2 hier basteln. Dann machen wir weiter. Und zwar Müllentsorgung. Müll ist überall gut. Was haben wir denn momentan Müll? Wir haben eine Müllproduktion und Müllverbrennung. Die Müllverbrennung müssen wir eventuell mal ein bisschen steigern. Die kann hier hinter, denn hier hinten ist ja nur Industrie gewesen. So. Krankenhaus haben wir geschafft. Wir haben Feuerwehr brauchen wir. Feuerwehr sieht hier oben etwas dürftig aus dann. Das passt aber erstmal. Gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall Krankenhäuser. Krankenhäuser sind sehr wichtig. Nee, das ist Polizei, nicht Krankenhaus. Polizei, Polizei. 1, 2, 3. Hol doch mal die Polizei. Dann brauchen wir Grundschulen. Grundschule, weil Menschen sonst sehr dumm. Ist auch sehr wichtig. So. Sieht gut aus. Dann brauchen wir... Oh, hier so eine... Das sieht auch cool aus. Das sieht auch cool aus. Und noch eine Universität. Ach ne, Universität reicht. Okay, Universität reicht. Mit dem Fahrplan lasse ich mal momentan. Was ist Energie? Haben keine Energie momentan. Ach so. Dann halt so. Gut. Das baut sich natürlich alles aus, deswegen muss ich momentan hier noch Stromleitungen ziehen. Aber das wird nach einer Zeit natürlich dann verschwinden, das Problem. Mit dem Strom. Aber ihr seht schon, da fängt schon einiges an auszubauen, ne? Hui. Oh, das ist so geil. Oh, guck mal hier, das Solarkraftwerk, das ist ja geil. So, Moment. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, ne? Dann kann ich mal ganz kurz ein neues Gebiet markieren. Und zwar hier. Okay. So, klack, 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 klack. Und dich nenne ich. Wie nennen wir das denn? Wir nennen das mal... schnell mal Hingezimmerlingen. So. Schnell mal Hingezimmerlingen. Das ist ein sehr toller Bezirk mit lustigen Dingen. Heißt, wir haben... wir müssen noch Parks bauen. Denn ohne Parks sind die Leute sehr unglücklich. Und das will ich nicht. Parks sind wichtig für Freizeitbeschäftigung. Ich stelle mir noch einmal überall ein paar hin. Die Leute hier hinten haben nicht genug Parks, sehe ich gerade. Das finde ich sehr störend. Was ist das denn? Japanischer Garten, ja. Ja, ja, hallo. Also wenn die nicht zur
Befriedigung der Bevölkerung dienen, ja, dann weiß ich aber auch nicht. Für den Kostensalat. Die sind immer noch unzufrieden. Was sind denn das für... Na gut, Kunstballade sind ja nicht wirklich. Die sind sehr, sehr... die wollen sehr, sehr viel davon einfach nur. So, jetzt haben wir sie versorgt. Krass. Okay, wir haben 21.000 Leute. Wie gesagt, das Ziel ist entweder ein 30-Tage-Let's Play oder 100.000 Mann, je nachdem, was wir zuerst schaffen. Oder vielleicht, wenn wir kurz vor 100.000 sind, mache ich das nochmal fertig. Das Spiel wird also schon angekündigt, nicht besonders lange gehen. Das wird danach auch beendet wieder. Habe ich ja alles angekündigt. So, das sind schon die ersten... ach du Kacke. Was ist denn hier los? Es fehlt anscheinend an Arbeitern, was ich ja verstehen kann, aber